Ich hatte mir vorgenommen, nachdem ich ein Jahr im Sommer wie im Winter in einer stillgelegten Turngrube gefilmt habe, das Projekt Naturoase abzuschließen. Bei einem erneuten Besuch in der Grube sehe ich am Wasser mehrere Kiebitze und Nilgänse. Dies veranlasst mich, mein Tarnzelt erneut aufzustellen. Ich stellte es im Schilf nahe der Wasserkante auf. Dies ist nicht so einfach, da der Untergrund aus Fels besteht, muss ich die Zeltleinen mit Steinen beschweren. Es ist ein günstiger Platz. Ich habe gute Sicht auf die Wasserfläche. In den späten Nachmittagsstunden kommen viele Regenpfeifer und Schnepfenarten, um zu trinken und zu baden. Große Freude bereiten mir die Flussregenpfeifer. Wie kleine Kobolde flitzen sie an der Wasserkante entlang, um nach etwas Fressbarem zu suchen. Durch ihre schrillen Rufe und ihre gekonnten Flugmanöver machen sie auf sich aufmerksam. Während die Vögel nach Nahrung suchen, labt sich eine Erdhummel an einer Beinwellblüte. In den späten Nachmittagsstunden kommen auch viele Singvögel, um zu trinken, baden oder zur Gefiederpflege an das Wasser. Hier nimmt die Bachstelze ein Bad. Es stellen sich auch der seltene Bluthänfling, der Gierlitz, der Stieglitz und die Schafstelze ein. Jungvögel von Schaf- und Bachstelze sind auch schon zu sehen. Die zitronengelbe Schafstelze sieht man an stehenden Gewässern. Beeindruckend ist ihre Gefiederpflege. Eine junge Bach- und Schafstelze? Diese zu unterscheiden ist nicht so einfach. Der Bluthänfling ist nicht häufig, aber gut von anderen Singvögeln zu unterscheiden. Ganz so einfach ist dies beim Gierlitz nicht. Dieser farbenfrohe Vogel ist sehr bekannt. Es ist der Stieglitz, der auch Distelfink genannt wird. Von den Feldhasen sind einige in der Grube. Beeindruckend, wie flink sie an der steilen Grubenkante entlang flitzen. Ein Waldwasserläufer hat sich eingefunden und sucht auch Nahrung. Hinzu gesellt sich ein Bruchwasserläufer, der etwas kleiner ist.
Hoppla, es war bestimmt nur ein Fisch. Der Waldwasserläufer hat aber eine rasante Art zu baden. Das Baden lockt, es kommen noch Flussregenpfeifer hinzu. Bei den Flussregenpfeifern ist Balzstimmung. Es erscheint der Kiebitz, der ebenfalls zu den Regenpfeifern gehört. Die Wasserstelle scheint bekannt zu sein. Gemeinsam zu baden macht Spaß. Zum Trinken und zur Nahrungssuche eignet sich die Wasserstelle auch noch. Na du Kleine! Hin und wieder kommen Hohltauben, um zu trinken und um zu baden. Seltener erscheinen die wesentlich größeren Ringeltauben. Durch den weißen Nackenfleck, Flügel und Schwanzbinde kann man sie gut von den anderen Taubenarten unterscheiden. Eine Hohltaube sucht eine Bademöglichkeit. Noch ein Sonnenbad auf den angewärmten Steinen, was will man mehr? Hohl- und Ringeltauben nehmen ein gemeinsames Bad. Der Größenunterschied ist gut zu erkennen. Nanu, wer ist da so einsam auf der großen Wasserfläche? Eine kleine Stockente, wo ist denn ihre Mutter? Diese ist es nicht. Sie hat bereits 4 Junge. Sie haben sich wiedergefunden. Ganz einsam ein junges Teichhuhn. Oft sind 2 Hasen in der Grube zu sehen. Zunächst besucht er die Wasserstelle.
Ich habe noch nie einen Hasen am Wasser gesehen. Sucht er vielleicht nach Mineralien? Die Nahrung ist zwar bescheiden, aber nicht zu verwerfen. Jetzt erscheint er in der Nähe meines Tarnzeltes. Es ergibt sich die Möglichkeit, die schönsten Hasenporträts anzufertigen. Ende der Ruhepause und schnell noch einige Leckerbissen. Nilgänse sind eingetroffen. Da er kurzsichtig ist, stören sie den Hasen nicht. Auf zur Kamille. Eine Erdhummel sucht an der Beinwellblüte nach Nahrung. Aber auch der Klatschmohn ist appetitlich. Blatterbsenbüsche sind zahlreich vorhanden. Sie sind in den unterschiedlichsten Farben zu sehen. Mühsam ernährt sich hier ein Rittersporn. Eine Kratzdistel aus der Nähe sieht auch recht schön aus. Ein Blick in die stillgelegte Tongrube. Man sieht die verfüllten Hänge mit meinem Zelt im Vordergrund. An der Wasserstelle hat sich ein Graureiher eingefunden. Auf der Wasserfläche sind zwei Nilgänse gelandet. Ruhepause und Gefiederpflege stehen auf dem Programm. Begrüßung von Gästen. Ein Nickerchen sei erlaubt. Gast eine Schafstelze. Es ist Platz für viele.
Ein wenig Äsung ist mehr als nichts. Die Balz der Flussregenpfeifer ist in vollem Gange. Teils war sie schon erfolgreich. Das Nest hat er in einer Traktorspur angelegt und mit vielen kleinen Steinen umgeben. Er versucht mich zu täuschen und läuft an seinem Nest vorbei. Ein vorüberfliegender roter Milan und ein auftauchender Neuntöter beunruhigen sie nicht. Dann ist es soweit, die Brut wird fortgesetzt, dabei streiten sich die beiden, wer auf die Eier kommt. Während ein Vogel brütet, befasst sich der andere mit kleinen Steinchen, die er teils im hohen Bogen um sich wirft. Ist er auf Nahrungssuche? Dass in seiner Nähe Erde abgeladen wird, stört ihn weniger. In der Grube ist eine Temperatur von 30 Grad im Schatten. In meinem Tarnzelt wesentlich mehr. Mit einem Handtuch muss ich mir den Schweiß aus dem Gesicht wischen. Dabei kommen Erinnerungen an den letzten Winter. Bei mehr als 10 Grad Minus und Schneetreiben filmte ich an einer Futterstelle, die ich für Krähen und Greifvögel errichtet habe. Zurück in die Grube und in den Sommer. Es ist eine schöne Abendstimmung. Die Schwalben jagen über der Wasserfläche nach Insekten und schöpfen Wasser. Eine junge Bachstelze putzt sich und verzehrt noch eine Libelle als Abendmahlzeit. Es hat viele Tage geregnet. Mein Tarnzelt stand im Wasser und musste umgesetzt werden. Die Zeltleinen müssen wie üblich mit großen Steinen, die ich mir in der Grube suchte, befestigt werden. Die Arbeit war jedoch umsonst. Wegen des hohen Wasserstandes wurde das Wasser abgepumpt. Zum Schluss lagen die Wurzeln der Seerose auf dem Schlick auf.
Es ist die Zeit, in der Regenpfeifer, Schnepfenvögel und Graureiher im Schlick und im Wasser umfangreiche Nahrung finden. Der Fischbestand konzentriert sich auf die kleine Wasserfläche. Die Graureiher haben ein Überangebot von Fischen. Für sie ist es eine Leichtigkeit, einen Fisch zu fangen. Das Überangebot an Fischen verleitet sie dazu, verschwenderisch zu sein. Ich kann über mehrere Minuten an verschiedenen Stellen beobachten, wie sie mit den gefangenen Fischen spielen. Sie werfen gefangene Fische wieder wahllos in das Wasser oder auf das Ufer, um sie erneut aufzunehmen und das Spiel von neuem zu beginnen. Obwohl für die Graureiher ausreichend Nahrung vorhanden ist, entwickelt sich zwischen ihnen eine erbitterte Feindschaft, die in Tätlichkeiten endet. Die Waldwasserläufer zeigen für den Streit der Graureiher kein Interesse. Der eine Graureiher kann hinfliegen, wo er hin will. Er wird ständig von einem Raufbold verfolgt und angegriffen. An der Wasserfläche war ein Grünschenkel eingetroffen. Die Wasserläufer suchen im Schlick nach Nahrung. Und sind auch erfolgreich. Er hat einen kleinen Frosch gefunden. Die Graureiher geben keine Ruhe. Den Flussregenpfeifer interessiert das nicht. Er sucht nach Nahrung. Der Kampf der Graureiher geht in die Endphase. Zeit für die Gefiederpflege und zum Fischefangen besteht kaum noch. Ein erbitterter Kampf beginnt. Am darauffolgenden Morgen ist wieder Ruhe eingekehrt. Es ist nur einer anwesend. Die Grube mit dem niedrigsten Wasserspiegel. Ein Grünschenkel ist eingetroffen.
Das Wasser hat sich weit zurückgezogen. Flussregenpfeifer sehen aus wie kleine Kobolde und erinnern mich mit ihren trippelnden Schritten an Balletttänzerinnen. Der Herbstwind weht durch die Grube und spielt mit Laub und Schilf. Im Herbst ist die Zeit der Kürbisse, auch in der Grube. Sogar ein Schopftintling wächst hier. Vielleicht wird dies die zukünftige Schilffläche. Ein Gruß vom Herbst, eine wilde Malve und eine bunte Kronwicke. Der Herbstwind spielt mit einem Hagebuttenzweig. Trotz der fortgeschrittenen Jahreszeit feiern Heidelibellen noch Hochzeit. Jeder hinterlässt seine Spuren. Hier die Fläche, auf der einst mein Zelt stand. Dort die Steine, mit denen ich meine Zeltleinen beschwerte. Auch hier stand einst mein Zelt. Die Sonnenblumen sind das Ergebnis meiner Vogelfütterung. Aber auch Wohlstandsmüll ist bereits in der Grube zu sehen. Kipper und Radlader arbeiten an der ständigen Verkleinerung der kleinen Naturoase.